Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Lufia. Und im letzten Part, da ist Maxim gestorben? Oder was ist mit ihm passiert? Wir werden es jetzt herausfinden. Und sie hat Maxim einfach nur nach Pandoria teleportiert. Ich hoffe, sie hat ihn auch geheilt. Ist das Pandoria? Wie bin ich hierher gekommen? Syrom? Was? Roselan? Ich nehme an, in Pandoria ist alles in Ordnung. Ja. Sind alle wohlauf? Ja, die Leute in der Stadt. Guy, Dekar und hier, einfach alle sind wohlauf. Das ist gut. Ich verdanke dir alles. Nein, das ist nicht wahr. Allein hätte ich das nie geschafft. Das kann schon sein, aber du bist trotzdem etwas ganz Besonderes. Aha. Vertraust mir nun endlich? Nein. Immer noch nicht? Naja, vielleicht doch. Sela. Syrom, ich bin so... Es ist so... schön, dich wiederzusehen. Was ist los? Ich wusste, du würdest wiederkommen. Ich bin einfach überglücklich. Du bist hier. Endlich hier. Du wirst nicht wieder gehen, oder? Weinst du etwa, Selan? Du hast doch gesagt, Mädchen sollen nicht immer weinen. Ist schon gut, kleines Mädchen. Manchmal muss man eben doch weinen. Dekar steht einfach richtig cool und lässig. Geht's dir wieder gut? Ich dachte, du liebst Syrom. Ja, das tue ich. Aha. Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich oft weinen musste. Syrom hat mir einmal geholfen. Er hat einmal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Also habe ich aufgehört zu weinen und keiner hänselte mich mehr. Seitdem habe ich nicht mehr geweint und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Vielleicht kann ich nie wieder weinen. Unsinn. Warum sagst du das? Wenn du einen richtigen Grund hast, wirst du auch wieder weinen können. Syrom ist zwar ein netter Kerl, aber ihr beiden lebt in verschiedenen Welten, das weißt du doch auch, oder? Ja, ich weiß das schon seit langem. Ich habe im Turm etwas Wichtiges erkannt. Ich liebe Syrom, aber nicht den Krieger in ihm. Nicht den Krieger? Ja, ich könnte mit ihm als Krieger nicht leben. Einen Krieger zu lieben heißt lange Zeit auf ihn zu verzichten, wenn er in die Schlacht zieht. Selan könnte es, sie glaubt an ihn. Allein der Gedanke, dass Syrom im Kampf etwas zustoßen könnte, bringt mich schon fast um. Ich bin nicht stark genug, um diesen Zustand ertragen zu können. Ich liebe ihn und deshalb werde ich ihm sicher nicht im Weg stehen. Willst du dich nicht einmal mehr von ihm verabschieden? Nein, wenn ich ihn jetzt noch einmal sehe, werde ich bestimmt losheulen. Irgendwann wirst du wieder weinen. Deine Tränen sind doch nicht für immer vertrocknet. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt schon etwas besser. Ich bin zwar ein großer Krieger, kann aber auch ein großartiger Zuhörer sein. Ja, du hast recht, richte Syrom bitte aus, dass ich sicher noch den richtigen Mann finden werde. Und wir sind sie los! Yippie! Partytime! Die Hochzeit. Von wem? Von wem? Das ist hier die Frage. Aha, von Selan und Maxim. Glückwunsch, Selan, du siehst zauberhaft aus. Selan, willst du wirklich heiraten? Hast du schon. Hör auf zu heulen, das ist der glücklichste Tag in dem Leben, Alter. Syrom ist erst seit einiger Zeit wieder hier. Die Hochzeit findet etwas überstürzt statt. Was ist mit deiner Freundin, Guy? Will sie dich nicht auch heiraten? Ja, aber Frauen verstehen den Abenteuerdrang eines Mannes nicht. Krieger brauchen keine Frauen. Oh, jetzt kriegt er Anschiss. Denkst du das wirklich von uns Frauen, Guy? Jessie, was machst du denn hier? Ich schaue mir die Hochzeit an. Ich kann aber auch jederzeit wieder gehen, wenn es ihr nicht passt. Nein, nein, ich habe nur ein wenig Spaß gemacht. Du weißt doch, dass ich dich brauche. Ja, sicher. Ach komm, Jessie. Ich hab doch nur einen kleinen Spaß gemacht.
Das ist also ein richtiger Krieger? Ich glaube, so zeigt man, dass man sich mag. In deinem Hochzeitskleid siehst du wirklich bezaubernd aus. Danke, das ist lieb von mir. Kommandantin Seeland, im Südflügel des Schlosses sind Dämonen eingedrungen. Wir brauchen dich. Also wirklich, siehst du denn nicht, dass wir hier eine Hochzeit feiern? Aber Seeland, versteckst du denn nicht dein Schwert unter deinem Hochzeitskleid? Oh, du hast es also doch herausgefunden. Ich fühle mich einfach nicht wohl ohne mein Schwert. Du hast aber dein Schwert auch dabei, oder Super? Naja, es ist halt ein Teil von mir. Bitte, Kommandantin. Ich denke, ich muss. Was meinst du, Sora? Der Hochzeit fehlt es ein wenig am dramatischen Moment, oder? Ja, genau. Hey, Sora, warte auf mich. Komm mit. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Sora, Seeland, ich gehe voraus und treffe euch später, okay? Warte, geil! Sollen wir, Seeland? Natürlich. Eigentlich dachte ich, dass mit dem Messer der Hochzeitskuchen angeschnitten wird. So sind die beiden halt. Schau mal, ob ich ihnen ein wenig helfen kann. Tolle Hochzeit. Es ist ihr Hochzeitstag. Keine Sorge, mit diesen Monstern werden sie spielen fertig. Solange kein Höllenfest wie Gardes auftaucht. Dank Sorom, der sein Leben riskierte, um Gardes zu bekämpfen, haben wir wieder Frieden. Ja, Sorom ist schon ein toller Bursch. Das stimmt. Im Frühling. Hallo, da bin ich wieder. Schön, dich zu sehen, Maxim. Hallo. Hier riecht es aber lecker. Ja, ich habe etwas ausprobiert. Ehrlich, was ist es? Ich habe einen Block in Olivenöl frittiert. So, und du meinst, man kann das essen? Woher soll ich das denn wissen? Hast du das nicht probiert? Nein, denn du wirst es probieren. Ein Blob? Also quasi Wackelpudding in der Fritteuse. Sehr lecker. Sommer, die Zeit vergeht hier. Und ich kann euch eins sagen, wir haben es noch nicht durchgespielt. Kleiner Spoiler. Es ist wirklich heiß. Ja, so ist der Sommer. Gehst du dieses Jahr ans Meer, Seela? Mal sehen. Warum gehen wir ans Meer? Ans Meer? Klingt gut. Seela hat einen neuen Badeanzug. Er besteht aus zwei Teilen und wenig Stoff. Zwei Teile, wenig Stoff? So etwas ist nur für junge Frauen. Ich werde wieder meinen alten Badeanzug tragen. Sollte, weil er nicht mehr von ihr sehen kann während dem Baden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Herbst. Ich gebe auf. Jetzt schon, wir haben doch optimale Trainingsbedingungen. Kannst du dich noch ein wenig? Ja, jawohl, du bist stark, wie immer, Seeland. Ich habe aber mit seit meiner Hochzeit nicht mehr viel trainieren können. Stimmt's, Ron? Wer rastet, der rostet, mein Schnuckerchen. Du bist wahrscheinlich der einzige Mann, der stark genug ist, um eine Frau wie Seeland zu heiraten. Seeland ist fabelhaft, sie besitzt alle Eigenschaften einer wahren Traumfrau. Danke, du bist ein echter Schatz, Ron. Hör auf, ich werde gleich rot. Wow, das nenne ich echte Schwertkunst. Die beiden geben ein tolles Paar. Winter. Kein Schnee. War zu schwer zu programmieren. Nun sind wir schon seit fast einem Jahr verheiratet. Die Zeit fliegt nur so dahin. Ich weiß. Bist du glücklich, Seeland? Aha. Liebst du mich noch? Das muss ich dir doch nicht erst sagen, oder? Doch. Du willst also wirklich, dass ich es sage? Ja, ich brauche das ab und zu. Seeland, ich... Es ist ein Junge, Seeland. Oh,
mein Baby. Selan. Schau, Surom, es ist ein Junge und er sieht aus wie du. Das hast du gut gemacht. Geradezu perfekt. Oh ja. Wir müssen ihm einen Namen geben. Wie findest du? Hieros. Hieros? Ja, das ist ein guter Name für solch ein Kind. Mir gefällt er auch sehr gut. Diesen Namen hast ja auch du ausgesucht. Ja. Sieht aus wie ein Geist. Hallo, mein Ehemann. Wie geht es, Hieros? Er schläft tief und fest. Das habe ich mir gedacht. Es war hier so ruhig. Ja, die Ruhe tut gut. Du hast Probleme. Du hast Probleme, ihn ins Bett zu bringen, oder? Du doch auch. Was war das für ein Geräusch? Es kam aus dem Kinderzimmer. Ich gehe nachsehen. Du bist Idura. Ich habe dein Baby. Was machst du da? Befehle von oben. Wer hat dich beauftragt, so etwas zu tun? Doch nicht Gades, den haben wir besiegt. Nein, nicht Gades. Wer dann? Komm zum Leuchtturm im Norden und finde es heraus. So, komm, unser Baby. Ich weiß, wir müssen schleunigst zum Leuchtturm gehen. Und somit geht es weiter. Zauberbikini, was ist das für ein Scheiß? Nichts Neues. Zu zweit mal wieder. Wissen wir auch, wofür der Nordleuchtturm da ist. So schnell vergeht ein Jahr. Wenn man manchmal zurückblickt und denkt, boah, was habe ich das ganze Jahr gemacht, dann denkt man, oh, wo ist die Zeit geblieben? Schon wieder ein Jahr älter. Ah, ich hätte Maxim. Ich gehe nochmal zurück. Ich muss Maxim noch einen Zauberspruch kaufen. Weil so wird das nix. Am besten ich warp mich nach Rusalka, weil das die letzte Stadt war. Ja, das mache ich. Vielleicht ist die Kaya sogar zu Hause. Schade, DK und Guy wären noch gut hierbei. Aber es war kein Zauberladen. Gab's hier keinen? Nee, dann gab's hier keinen. Nö. Okay, dann muss ich nach... Minias. Hier gab's bestimmt einen. Ja. Ah, den kann er nicht. Das ist aber auch nichts zum Angreifen. Muss ich noch woanders hin? Shani ist ja schon fast Pandoria, oder? Ja, ist es ja auch schon. Aber hier glaube ich.
Hä? Können wir eben gucken, ob wir unsere Kapselmonster füttern können. Okay, ihn nicht. Also wir können sie trotzdem füttern, aber bringt halt nichts, wenn wir ihnen was geben, was... Also wäre ein bisschen Verschwendung. Hä, hey, wo ist denn der? Zauberladen. Selan muss in ihrem eigenen Königreich bezahlen, wenn sie da übernachten will. Normal müssten die ihr Geld geben, wenn die Prinzessin da übernachtet. Wenn sie Prinzessin ist, ich glaube gar nicht, ist sie gar nicht, ne? Aber trotzdem die beste Kriegerin. Aber ich muss doch irgendwo einen Zauberladen geben. Hier war Selans Dings. Hä? Also langsam. Da gab's ja auch keinen. Kann gar nicht sein. Hier gab's dann auch nichts. Boah. Das ist einfach nur zu doof, einen zu finden. Und hier gab's 100%ig einen. Einfach mal alles kaufen hier. Genug Geld. Was kann Maxim jetzt? Schock, okay. Das akzeptiere ich. Nochmal übernachten. Auf geht's zum Nordleuchtturm oder wie der hieß. Aber ich hätte Tia das Satyrjuwel abnehmen müssen, wenn die nicht mehr wieder kommt. Ist alles weg. Die halten noch nichts aus. Aber die geben viel Erfahrung, soweit ich weiß. Ja. Nordleuchtturm. Seit dieses seltsame Licht über den Turm flog, können wir uns vor Monstern nicht mehr retten. Zeigt der Fall auf eine Tür, wird sie sich öffnen, glaube mir. Interessant. Ach, leck mich. Aber holen wir uns erst die drei Kisten da rechts.
das Wappen muss die Kiste, wenn du die Tür siehst und weg bist. Was meint der? Ach so, auf das Wappen muss die Kiste. Aha. Das war der Trick. Drachenei. Riesenschild. Und Heilsirup? Ah, Wunderring. Heilsirup ist so ein Standard-Gag. Ich habe jetzt nochmal gekriegt. Das zweite nochmal. Ah ja, genau. Riesenschild. Und Wunderring. Okay, dann sage ich mal, danke fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bei Let's Play Lufia und dann, ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal.